Ziel aufgefasst? Stromversorgungskabel getroffen! Richten von Hand! So also sieht das Zusammenwirken eines Zuges im Einsatz aus. Unser Zug wird bereits in Kürze auf den Schießplatz gehen. Das heißt für alle, höchste Aufmerksamkeit bei der Ausbildung in den nächsten Tagen. Ist das Geschütz in Stellung gebracht, muss sofort die Feuerbereitschaft hergestellt werden. Hier wird eine Flak 40 mm L70FL zum Richten von Hand feuerbereit gemacht. Den Befehl dazu hat der Geschützführer bereits vor dem Instellunggehen der Kanone erteilt. Stellung richten von Hand. Die Kanone ist in Stellung gebracht. K1 und K2, die beiden Richtkanoniere, haben zunächst einmal ihre Visiere anzusetzen. Sie werden in diese Ausnehmungen geschoben und durch Drehen des Schraubknopfes gezurrt. Richtig festzurren. Das Beleuchtungskabel wird aus der Blindkupplung am Visierträger herausgeschraubt und an das Visier angeschlossen. Der Batterieschalter wird auf ein gestellt. Hier das Schema der Stromversorgung bei den drei Richtverfahren. Bei Richten von Hand wird der Strom aus der Batterie des eigenen Geschützes entnommen. Die Geschütze des Zuges haben keine Verbindung untereinander. Bei Richten mit Nahsteuerung werden die Geschütze von den beiden Aggregaten zentral mit Strom versorgt. Die Geschützführer handeln jedoch immer noch selbstständig als Schießende. Erst beim wichtigsten Richtverfahren, Richten mit Fernsteuerung, werden sämtliche Geschütze des Zuges zusammengefasst, vom Feuerleitgerät mit gemessenen Schusswerten und von den Aggregaten mit Strom versorgt. Fällt jedoch wie in der Übung vorhin ein Stromversorgungskabel aus, wird der Übergang zu Richten von Hand vom Geschützführer selbstständig befohlen. Zurück zum K2. Er hatte den Batterieschalter auf ein gelegt. Jetzt stellt er den Beleuchtungsschalter entsprechend auf Batterie. Beide Richtkanoniere wählen an den Visieren durch Drehen des Lichtknopfes den richtigen Beleuchtungsgrad, stellen das Sonnenglas und die befohlene Strichplatte ein. Die Handrichtkurbeln nach außen, bis die Sicherungen einrasten. Und die Richtwahlschalter auf Hand legen. Der K1 löst die Zurrungen der Waffe für Höhe und Seite durch Herausziehen und Umlegen der Zurrhebel und entsichert die Fußabfeuerung. Nacheinander prüfen K1 und K2 die Gängigkeit der Kanone durch Höhenrichten von minus 5
bis plus 90 Grad und durch Seitenrichten um 360 Grad. Ziellinienprüfung. Durch die Ziellinienprüfung stellt der Geschützführer fest, ob die verlängerte Seelenachse des Rohres und die Ziellinien der Visiere auf einen Punkt gerichtet sind. Dazu ist zunächst die Horizontierung zu überprüfen. Der Geschützführer kontrolliert an der Kreuzlibelle der Oberlafette, ob bei einer vollen Drehung des Geschützes von 6400 Strich, bei einer Rohrerhöhung von 800 Strich, keine Abweichung über plus minus 0,5 Strich auftritt. Bei einer größeren Abweichung müsste das Geschütz durch den FLA-Waffenmechaniker justiert werden. Hier bleibt die Abweichung im normalen Rahmen. Der K5 bringt das Ziellinienprüfgerät an der Rohrmündung an. K1 und K2 richten nach Einweisung des Geschützführers einen markanten Punkt in etwa 1500 Meter Entfernung an. Liegen die Justiermarken, der Minusstrich der Strichplatte, nicht auf dem Richtpunkt, so lösen K4 und K5 die Halteschrauben an den Visierträgern und die Kontermuttern an den Stellschrauben für Höhe und Seite. Gemeinsam mit den Richtkanonieren richten sie die Mitte der Justiermarken durch Drehen der Stellschrauben auf den Richtpunkt. Danach wieder vorsichtig festziehen. Der Richtpunkt wird erneut angerichtet. Jetzt müssen die Ziellinien der Visiere genau auf dem Richtpunkt liegen. Ist die Ziellinienprüfung auf Richtpunkt nicht möglich, wird nach Ziellinientafel justiert. Die Tafel wird genau 20 Meter vor der Rohrmündung aufgestellt. Sie muss senkrecht zur Seelenachse und gleichfalls senkrecht zur Kartenebene stehen. Die Verbindungslinie zwischen den beiden Ziellinien kreuzen muss sich in der Waage befinden. Nun spannt K3 die Waffe. Kurz vergewissern, ob der Umschalter auf gesichert steht. Dann die Spannkurbel zweimal drehen bis zum Anschlag und in die Ausgangsstellung zurückführen. K3, wiederholen Sie, was Sie bis jetzt getan haben. Ich überzeuge mich davon, dass der Umschalter auf gesichert steht, drehe die Spannkurbel zweimal entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und führe sie wieder in der Ausgangsstellung. Richtig. Und damit Ihre Kameraden nicht annehmen, Sie hätten Pause. Was braucht die Kanone? Munition! Laden. K4 setzt ein Patronenbündel in die Patronenzuführung ein. Nachdrücken. K3, jetzt den Handzuführungshebel zweimal nach vorn führen. Verriegeln. Die erste Patrone muss nun auf der Ladezunge liegen.
Tut sie auch. Und nun Bereitschaftsladung anbringen. Wie viel Schuss K4? Insgesamt 16 Schuss. Und warum 16 Schuss K3? Vor allem bei Richten mit Fernsteuerung kann bei einem überraschenden Angriff das FLG schon während der Alarmierung ohne Geschützbedienung das Feuer eröffnen. Jawohl. Bereitschaftsladung anbringen. K1 und K2 Feuerpausenwerte einstellen. K1 dreht das Rohr auf 30 Grad und zucht die Höhe, wenn die Bereitschaftsladung angebracht ist. K2 dreht die Waffe in die Mitte des Hauptkampfraumes bzw. in die befohlene Grundrichtung und schaltet die Visierbeleuchtung am Batteriekasten aus. Der Geschützführer überprüft die Feuerbereitschaft und kann dem Zugführer durch Handzeichen melden, erstes Geschütz feuerbereit. Scharfer Vorbeiflug! Erstes Geschütz! Einzelfeuer! Feuer frei! Fliegeralarm! Ziel aufgefasst? Noch nicht aufgefasst. Feuerpause. Kriegt sie nicht, verfliegst. Lass mich mal ran. Ich würde ihm schon eins verpassen. Halt, K3. Es kommt nicht aufs Knallen an, sondern auf zuverlässige Zusammenarbeit der ganzen Bedienung. Der K1 hat richtig gehandelt. Er hatte nicht aufgefasst, also auch nicht geschossen. Achtung, da kommt sie. Nächster Anflug. Ziel aufgefasst. Feuer frei. Feuerpause. Der Übergang von Richten von Hand zu Richten mit Nahsteuerung erfordert einige Vorbereitungen. K3 und K4 legen das Stromversorgungskabel zum Aggregat aus. K5 schließt es am Hauptkabelanschlusskasten an. Achten Sie darauf, dass das Kabel stets zuerst am Geschütz, dann erst am Aggregat angeschlossen wird. Den Nahfernschalter stellt K5 auf Nah. Kabel erstes Geschütz. K5 fertig für Nahsteuerung. Abfeuerungsbegrenzungen einstellen. K1 richtet dazu das Rohr auf die obere Kante des höchsten auszusparenden Objektes, zum Beispiel das Feuerleitgerät. K3 liest den anliegenden Höhenwinkel ab. 25 Grad. K2 stellt an der Skala die Höhenabfeuerungsbegrenzung ein, die bis zu 50 Grad betragen kann.
Für Einstellung der Seitenabfeuerungsbegrenzungen richtet K2 das Rohr nacheinander auf die rechte und linke Sicherheitsgrenze der auszusparenden Sektoren. In den Grenzstellungen drückt er jeweils den untersten Sperrknopf ein, sowie alle dazwischenliegenden Knöpfe. In diesem Sektor ist keine elektrische Abfeuerung möglich. Während der Höhe nach nur eine Begrenzung die höchste möglich ist, kann die Zahl der auszusparenden Seitensektoren beliebig sein. Nahsteuerung vorbereiten. Beide Richtkanoniere bringen die Handrichtkurbeln in Ruhestellung und legen die Richtwahlschalter auf Maschine. K2 stellt den Beleuchtungsschalter auf Netz, verlässt die Plattform und nimmt seinen Platz als rechter Munitionskanonier außerhalb des Schwenkbereichs der Kanone ein. K1 löst die Sperre der Richtsäule, zieht sie so weit zum Körper, bis sie einrastet, entzurrt den Richtbügel und meldet: K1 fertig. Außer K5 darf sich jetzt niemand im Schwenkbereich der Waffe aufhalten. Erst dann gibt der Geschützführer durch Zeichen Befehl für Stromzufuhr und befiehlt: Pumpenmotor starten. K5 drückt den mit Start 1 bezeichneten Knopf, stellt die Beleuchtung an und schaltet, wenn nötig, die Heizung ein. K4 führt zwei kurze Kontrollen durch. Haben sich die Luftventile an der Unterlafette nach dem Start des Pumpenmotors richtig geöffnet? Jawohl. Und die Zeiger der Druckmesser sollen innerhalb der grünen Felder ausschlagen. Auch in Ordnung. So kann der K4 dem Geschützführer melden: Druck gut! Seit Start des Pumpenmotors müssen mindestens 20 Sekunden vergangen sein, bevor der Geschützführer dem K1 befiehlt: K1 Hauptmotor starten! Vorsicht! Geschütz schwenkt! Der K1 hält den Richtbügel parallel zum Rohr und drückt den Knopf 1 an der Lafettenwand. Falls das Geschütz seitlich auswandert, kann der K1 mit dem Nullstellungsknopf die Seite justieren. Dann richtet er das Geschütz mit dem Richtbügel nach Höhe und Seite. Sowohl bei niedriger als auch bei hoher Richtgeschwindigkeit. Vor Überprüfung der elektrischen Abfeuerung vergewissert sich der Geschützführer, dass die Ladezunge frei ist. Dann überprüft der K1 die elektrische Abfeuerung. K3 und K4 aufsitzen. K1 stellt den Hauptmotor aus. Startet ihn erneut und ruft K4 zu: Hauptmotor ausschalten. K1 startet nun endgültig und meldet: K1 fertig für Nahsteuerung. Laden. Wie beim Richten von Hand löst diese Meldung das Spannen und Laden der Waffe durch K3 und K4 aus. Dem Zugführer aber sagt das Handzeichen des Geschützführers: Erstes Geschütz feuerbereit mit Nahsteuerung.